Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zum heutigen Part, ne? Zu Monster Hunter Stories 2, ne? Bei mir dem Shining. Ja, beim letzten Mal haben wir den Plesio verprügelt. Heute ist der königliche T-Rex dran, weil mir mein Kollege erzählt hat, dass er eigentlich gar nicht so viel drauf hat, aber wahrscheinlich besser ist es mein jetziger. Deswegen würde ich ihn gerne bekämpfen. Mein jetziger T-Rex ist ein Geschwindigkeitsdude mit einer Elektroschwäche. Am besten wäre eigentlich, wenn ich ihn mit Yannick irgendwie geschwächt kriege. Außerdem habe ich ja Reverso dabei, das heißt, es kann nur gut laufen. Ich habe ihnen auch noch eine Fähigkeit hier übrigens vom Tobi Kodachi gegeben, falls ich das noch nicht erwähnt habe. So, ich streiche mein Monster erstmal, weil ich Punkte brauche. Dann beschleunigen wir das hier auf dreifache, damit der Kampf nicht 3 Stunden dauert. Scheiße, ich weiß nicht, mit was für einer Fähigkeit der angreift. Der T-Rex damals hat, glaube ich, mit Geschwindigkeit angefangen. Er hat auf jeden Fall nicht mit Technik angefangen. Ne, mit Kraft hat er angefangen, eigentlich. Er wird mit meinem Monster niemals zusammenarbeiten. Deswegen Ladungsschnitt auf den Kopf. Ein Ei versuche ich, wenn, offscreen zu holen. Weil ich nicht wirklich Lust habe, mit dem 50 Milliarden mal zu bekämpfen, bis ich endlich mal ein Ei habe. Weil ich habe mir Erklärung, kriegen direkt eins. Ara, weiter Hieb. Ins Gesicht. So. Jetzt gehe ich auf den Hammer. Ich habe mir übrigens sehr viele verschiedene Waffen geholt. Er macht die Felsknarre und den Hammer juckt den überhaupt nicht. Autsch. Ich lebe noch. Es ist wütend. Gut, dass ich so einen guten Daumen habe. Reiten. Er nutzt jetzt Geschwindigkeit. Also gehe ich auf Technik. Der Kopf ist eh schon fast platze. Aua. Bindungsfähigkeit. Ich glaube, ihr habt ihn noch nie gesehen, deswegen gehe ich mal mit der Geschwindigkeit runter. Und lasst ihr euch ganz gut achten. Diese richtig coole Technik. Sayonara! Cool, ne? So. Jetzt gehe ich auf den Bogen. Oder hat er genau das. Nee, der hat genau das richtige Ding kaputt gemacht. Zack! Bei wertlosen richtig wertvolles Mitglied meiner Gruppe. Okay, er sabbert, der ist schon fast tot. Das war leichter als gedacht. Warum hatte ich letztes Mal so Schiss, den anzugreifen? Doppelschwung. Damit das auf der Liste ist. Und kriege ich ihn? Ich kriege ein Ei.
Damit habe ich meinen T-Rex aufgewertet. Nach Möglichkeit. Ich hoffe, ich muss ihn jetzt nicht instant nochmal bekämpfen. Weil der T-Rex ist schon stark. Der hat mich ja auch ein, zweimal fast umgebracht. Nein, nein, danke. Ich will nicht kämpfen. Ich will nur das Ei. Komm, ich will ein Seltenes. Ich will nicht mit einem Billo-Ei rausgehen. Nein. Billig-Ei. Immer noch billig. Ich habe nur Billig-Eier bekommen. Aber der wird sich wahrscheinlich gut in meinem Team machen. Na komm, ein neues Monster. Die nehme ich jetzt mit nach Hause. Wir sehen uns beim Monsterbau, beziehungsweise bei den Stellen, weil ich will den in mein Team holen. Der ist auf jeden Fall besser als mein jetziger. So Leute, ich bin im Dorf Mahana, um dieses Ei auszubrüten. Zollen wir uns einen knuffigen T-Rex ab. Der sieht ja noch sehr viel cooler aus als mein jetziger. Am coolsten finde ich aber immer noch den Magma T-Rex. Monstis verwalten. Ah ne, Monstigruppe bearbeiten war das. Sunny, du wirst jetzt gegen eine bessere Version deiner selbst eingetauscht. Wo ist er überhaupt? Ich bin blind. Da. Der hat halt auch an Sturm und Efeu klettern. Habe ich meinem alten T-Rex irgendwelche Mega-Fähigkeiten gegeben? Nö. So, und jetzt müssen wir hier noch etwas richtig stellen. Wo ist er schon wieder? Da. Ich bin dann jetzt wieder in Sunny oben. So. Jetzt hat alles seine Richtigkeit. Okay, wir sehen uns dann wieder in der Wüste. So Leute, hier sind wir wieder in der Wüste. Ja, ein königliches Monster, das kann ich irgendwann anders bekämpfen, nochmal. Ein bisschen was zu mitnehmen. Ein paar schwarze Perlen, vielleicht brauche ich sie ja noch. Weiß ja nie. Mega viele Pilze. Das ist Pilzhausen. Und auf die Käfer kann ich verzichten. Ein seltener Bau könnte ich reingehen, werde ich aber nicht tun. Ich muss nämlich zur Wüstenhöhle. Okay. Ein Kollege hat mir übrigens gesagt, die Story hier zu Lulucion hat man echt schnell durch, also die geht nicht besonders lang. War ein toller Spoiler. Aber dann könnt ihr euch ja wenigstens freuen, weil ihr freut euch irgendwie mehr auf die Core-Parts als auf die Solo-Parts. Ja, man merkt das. Kai freut sich ja auch jedes Mal, wenn er dabei ist. Hat auch seinen Spaß daran. Und fand das letzte Kommentar, was ich da auch bei den Koop-Parts gelesen habe, richtig interessant. Jetzt mit Kai hast du endlich einen Profi bei dir. Bin ich denn kein Profi? Mach hier meinen Job doch auch ziemlich gut. Kisten werden mitgenommen. So. Immer weiter, bis ans Ende der Welt. Da unten gehe ich nicht hin, da ist keine Kiste. Ich habe mich nur für eine Kiste krumm.
Lebenspulver. Hat sich so gelohnt. Ja. Viel scheint in der Höhle hier nicht drin zu sein. Oh, Sequenz. Roberto, spill the beans. Why did a plesia appear in the barrens? Gute Frage. Be patient, and you'll find out soon enough. Does a plesia have something to do with the desert? Want to chill it with the questions? The answer is there, if you listen to the monsters. Okay. Listen to the monsters? Look, I know they don't actually speak, but it's possible to find out why they came somewhere and what's making them act all weird. Ja, vielleicht ein später im Fokus. Gifte im Wasser. Red? Who's that? My buddy's grandpa. He was a genius writer. Der konnte hören, was die gesagt haben. Red, I feel like I've heard that name before. Er ist ja nur der beste Rider gewesen. What's gotten into you? And what's with that face? Wieder Pilze? Do you mean like the Red? Wahrscheinlich der größte Feind von euch. No, dude, only the name. He's known amongst hunters as a pretty radical rider. Wowza, buddy! Even hunters know about your grandpa! Ja, aber irgendwie nicht im positiven Sinne. So your grandpa was Red? The far-out rider who could vibe with monsters. In that case, you better up your game, kid. Okay, let's go see if we figured out the answer. Wo bleibt das Monster dieser Gegend? Ah, ich darf mich wieder zeigen. Eine Blitzkröte. Süß. So, jetzt aber, oder? Nein, immer noch nicht. Mann, jetzt gib mir das Monster dieser Höhle. Ich will einen Kampf heute nur haben. Beschwere ich mich sogar schon. Ich liebe RPGs, aber man muss immer so viel kämpfen, dass man schon rausschneiden muss, was ich da mache. Ihr habt keine Ahnung, wie viel ich da rauscutte immer. Also jetzt gerade nicht, jetzt lasse ich gerade die ganze Höhle drin. Mein Gott, in dieser Höhle ist nix. Nest gefunden. Hä? Es versteckt sich nur und greift mich an, sobald ich das Ei hole. Ein Zephalostrom. Autschen. Okay, okay. Geschwindigkeit. Nee, warte mal. Das ist ein Plesiov? Das ist doch ein Zephalostrom, oder nicht? Ja, das ist ein Zephalostrom. Das willst du mir hier erzählen. Ich sehe jetzt übrigens erst, dass der Brachial-T-Rex ein Krafttyp ist und keine Geschwindigkeit. So, Ladungstag liegen. Oh, hab ich wieder mal angreifen. Zack! Weiß übrigens nicht, gegen was der schwach ist. Nee, ganz sicher nicht. Machst du nicht. Einmal auf den Schwanz. Ich kastriere den jetzt. Steht Angriffe funktionieren richtig gut. Einmal normal auf den Bauch hier gehen. Dann habe ich die Schwerter alle durchgezogen. Er ist im Boden. Habe ich eine Schallbombe? Habe ich Schallbomben? Ich habe ein paar Schallbomben.
fahren. Es zappelt. Jetzt kann ich ihm richtig hart eine runterhauen. Komm. Okay. Ich gehe mal als nächstes auf den Bogen. Der Rücken ist fast im Eimer. Da haue ich auch direkt mit einem Hammer noch zusätzlich drauf. Oh, ich könnte meine Ulti einsetzen. Aber ich haue ihn erst einmal mit dem Hammer. Ich habe verschiedene Elementhammer. Beziehungsweise ich habe von allen Waffen verschiedene Elemente gesammelt. Oh, er kämpft jetzt mit Technikangriffen. Nee, ich lass mal. Geschwindigkeit. Beim Bauch. Ich habe es erst im Nachhinein mir in den Kopf gesehen. Was ich falsch tue. Ist Technik, nicht Geschwindigkeit. Ich mache hier gerade alles falsch. Blutbogen. Und hoffentlich nichts mehr verpatzen. Muss ja kurz was rausschneiden. Bogen bringt hier nichts. Ich mache immer einen Parabellschuss. Kann ich wenigstens mit dem Hammer drauf kloppen. Dann habe ich da wenigstens auch drauf. Ja, ich weiß, manche beschweren sich, wenn wir hier nur diese Liste auch abarbeiten. Aber hey, man will es halt drauf haben, damit man weiß, mit welchen Waffen kann ich den gut verprügeln. So, erst Waffe wechseln. Dann Schallbombe werfen. Und Monster danach auslachen. Funktioniert jedes Mal. Hey, dafür, dass du ein Monster dies hast, hilfst du meinem gerade recht gut. Zack. Es ist wieder auf den Beinen. Ich find's lustig, wie der sabbert. Und tot. Und meine Monsters haben ein paar Levels bekommen. Zumindest mein T-Rex. The reason there was a Plesioth in the Barrens was the Cephadrome? Möglich wär's. The Cephadrome drove the Plesioth out of its territory. In its usual habitat, the Plesioth wouldn't have troubled us. You're making me feel sorry for it. It's the natural order of things. We're all just It's necessary? For survival? Monsters can be for territory, dude. Then they devour one another to satisfy hunger. It's just the way. Das sind halt die Monsters. So they attack each other simply because they want to live. Right. And it's the same with hunters. We take down monsters so that humans can survive. Ja, ihr kämpft ja auch nur gegen die Monster, damit sie die Menschen nicht angreifen. That's the truth. And there's no changing it. You just gotta roll with it. It's just my opinion, but I think we stand to gain a lot from cooperating, you know? Riders can bond with monsters. Surely you can groove with fellow humans. Yeah, sure. Why not? Let's work together to solve the mystery of the pits. Well, Rafa ist unschuldig. Roberto, thanks, dude. Sorry, I said hunters and riders can never get along. Können sie auch nicht. Hey, no worries.
It did hurt my feelings a bit, though. Wer hat das sieht richtig aggressiv aus? The fine fungus specimen my buddy found earlier. How totally rad of you, thanks. Seems like you got your grand smarts after all, huh? Das ist ein Giftpilz. Er mag keine Käfer. Hab ich jetzt nur drauf geraten, weil da direkt ein Käfer drauf saß. Das war so offensichtlich. So, ich kriege jetzt einen Zephyr ein, ne? Da wird sich doch die ganze Klopperei gelohnt. Ja. Ich muss jetzt wieder zurück zur Hütte. Auf in die Hütte. Das war halt nur ein Monsterbau, das ganze Gebiet. So, direkt nach Lulucion. Und gucken, ob sich irgendeine Sequenz tut. Nö. Ja, Leute. Ich würde dann mal sagen, wir beenden das hier heute mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.